Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Ja, wir grüßen euch recht herzlich heute zu diesem großartigen Interview. Wir haben uns endlich mal die Zeit genommen, über Cambo ein Video zu drehen für euch, weil die Nachfrage einfach so unfassbar groß ist und wir überflutet werden von E-Mails und Anfragen. Was macht Cambo? Ist das gefährlich? Darf ich das überhaupt machen? Ist das das Richtige für mich? Und wie geht's mit der Cambo-Ausbildung? Das bietet Michi ja jetzt auch noch an. Und Michi wird mich jetzt auch mal ein bisschen was fragen, weil ich werde nämlich morgen natürlich bei ihm Cambo machen und werde einfach mal ein bisschen darüber berichten, wieso, weshalb, warum. Und dass wir auch ein bisschen was von Michi erfahren, von seiner wunderbaren Arbeit. Ja, ich würde sagen, here we go. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Ja. Hallo Caro, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass wir wieder zusammengefunden haben und dass du auch wieder für eine Cambo-Session zu mir kommst. Du hast ja ein sehr spezielles Thema mitgebracht, was auch viele Frauen gerade beschäftigt. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen, was du hierher kommst? Genau, also das Thema Cambo finde ich erstmal, um Leute kurz abzuholen, wieso überhaupt Cambo, ist einfach wegen der Entgiftung. Also es gibt für mich, ich bin ja auf das Thema jahrelang spezialisiert schon, es gibt für mich einfach keine bessere Methode als Cambo. Wirklich, um das Lymphsystem zu reinigen, um den Unterleib zu reinigen, weswegen ich heute auch hier bin. Ja, um das Herz zu reinigen, um sich von Stress zu befreien, von Blockaden, von Traumata, wirklich die im Bindegewebe sitzen, ja. Also ich mache ja auch viel mit Nahrungsergänzungsmitteln und habe damit natürlich auch die Erfolge. Aber bei Cambo weiß ich immer ganz genau, Cambo geht an einen oder an Punkte, an die man so gar nicht rankommt, über Materie, ja, über normale Materie wie eine Spirulina oder wie andere Sachen, die natürlich auch im Entgiftungsprozess unterstützen. Weil Cambo geht halt, finde ich, was das weibliche Thema auch angeht, so toll in den Unterleib. Ja, wir haben alle, also gerade die weibliche Front hat Probleme wirklich mit dem Unterleib. Ich habe immer mehr Frauen auch, die da wirklich richtig Schmerzen haben und Traumas haben in sich. Und ja, dieses Womb Clearing, wie es in Amerika so gehypt wird. Und das ist wirklich krass bei Cambo. Also da spürt man, wie tief das wirklich auf seelischer Ebene geht. Ne? Ja, für mich ist es auch wahnsinnig, das von außen zu beobachten. Das sieht so aus und fühlt sich so an, als würde Cambo wirklich wie mit so einer Hand da unten reingreifen und wirklich Energien und Themen berühren und auch Emotionen berühren, die man wirklich jahrelang teilweise verdeckt hat. Und die fühlt man dann nochmal, die kommen nochmal hoch in Form von Weinen, in Form von Schreien, in welcher Form auch immer. Und danach ist halt Befreiung. Ne? Platz, Space. Und das Gleiche passiert auch ja, mit der männlichen Front, was ich wirklich in meinem Kreis mit meinen Brüdern auch gesehen habe, dass Cambo so großartig geöffnet hat, ja, wo viele Blockaden, auch emotionale Blockaden hängen bei Männern auch, ja, die werden bei Cambo wirklich so schwallartig aufgebrochen und das finde ich halt so besonders, dass man sich auch von seinen Dämonen befreit und dass man das wirklich auch auskotzt, ne, wo man auch bei dem Thema ist, wovor viele auch ein bisschen Angst haben, Befremdlichkeitsgefühl, was für uns in unserem Business schon völlig normal ist, die Leute beim Kotzen zu begleiten, ja, weil das ja dieser Reinigungsprozess einfach ist, ja, das ist wie dieses Loslassen, sich davon zu befreien, von diesen ganzen alten Themen, das ist wie ein Frühjahrsputz, einmal richtig aufräumen und Cambo räumt einmal richtig auf, das ist immer so meine Erfahrung, ja. Ja. Hast du noch Fragen an mich gerade? Ja, ich würde jetzt einfach mal die Führung übernehmen genau, und den Michi fragen, was mich auch immer fast alle Leute fragen. Ist Cambo gefährlich? Erste Frage. Ja, Cambo ist so hundertprozentig sicher, wenn es von jemandem durchgeführt wird, der Ahnung hat, der weiß, wo die Grenzen sind, der weiß, wann man nicht behandeln darf. Dann kann man sagen, weil Cambo wie ein körpereigenes Hormon wirkt, kann man sagen, dass Cambo zu hundertprozentig sicher ist, ja. Aber es gibt natürlich auch schon immer mal wieder Notfälle oder Situationen, genau. Ja, wo was passieren kann, ja, was man natürlich berechtigt ist, dass man sich fragt, ja, wo mache ich das überhaupt, bei wem mache ich das überhaupt, ist das sicher und so weiter. Das sind ja einfach Fragen, wir müssen einfach aufklären über das Set und Setting, weil es ist ja auch schon einfach was passiert. Klar, es gibt immer wieder auf der Welt irgendwelche Fälle, ne, wo es schwieriger wird, wo es brenzlig wird. Aber wenn man vorher den ganz klaren Rahmen steckt, das heißt, man macht eine ordentliche Anamnese, man schaut wirklich, wo steht die Person körperlich, psychisch, ist die in der Lage, gibt es Kontraindikationen. Und selbst dann gibt es manchmal immer noch, kommt man in Situationen, wo es, sag ich mal, auch als Behandler
herausfordernd wird, aber es ist dann alles in einem total machbaren Rahmen. Ja. Und was wären dann so eine Komplikation oder so eine, weil man Cambo nicht machen darf, so eine Situation? Zum Beispiel bei Herzerkrankungen, bei Organtransplantationen, also bei, da wäre es dann so, dass Cambo das Immunsystem zum Beispiel so stark stärken kann, dass das Organ im Nachhinein abgestoßen wird. Oh, spannend, ja. Ja. Bei Schwangerschaft, bei möglicher Schwangerschaft und dann gibt es noch eine ganze Palette von, oder auch allgemein zum Beispiel, wenn der Mensch zu schwach ist, nach dem Fasten. Ja. Also sollte man nicht fasten bei Cambo? Nee, vor Cambo nicht, danach kann man es gerne machen, aber vorher nicht. Ja. Wie muss man sich jetzt so eine Cambo-Behandlung überhaupt vorstellen? Ja, also ich komme da jetzt morgen zu dir, ja, und ich habe gehört, da sticht man so ein paar Punkte da rein in den Arm und dann macht man da irgendwie so ein Sekret drauf. Erzähl doch mal, wie läuft das einfach ab? Ja, eine Cambo-Behandlung im klassischen Sinne läuft anders ab, als wir das jetzt beim Cambo-Tribe mittlerweile machen. Klassisch ist es so, dass man mit einem kleinen glühenden Stäbchen die oberste Hautschicht, die Epidermis, abgebrannt kriegt und die wird dann aufgerubbelt und da kommt das Cambo-Sekret dann drauf. Und dann ist es so, dass die Lymphe quasi diese bioaktiven Peptide, die im Sekret drin sind, einzieht. Das gesamte Lymphsystem wird geflutet mit diesen Peptiden und dann gelangen sie über den Blutkreislauf ins Gehirn, wo quasi diese Peptide wie Schlüssel wirken, die in so ein Türschloss gehen und öffnet halt verschiedene Mechanismen im Körper. Das eine ist zum Beispiel, dass die Peristaltik angeregt wird, dass der Körper sich übergeben muss. Ein anderes ist ein schmerzstillendes Peptid. Genau, und dann wird dieser ganze Entgiftungs- und Reinigungsprozess angeregt. Und weißt du wie? Durch welche, also durch die Peptid? Genau, es gibt da, also diese Peptide mittlerweile sind, ich glaube, 14 isoliert, aber ganz lange waren es 9 und die sind relativ gut erforscht. Das heißt, da findet man auch recht viel im Netz dazu, gibt es quasi Studien zu und wie genau die im Körper wirken. Das heißt, es ist wissenschaftlich auch schon wirklich bewiesen, dass Cambo sicher ist und dass Cambo wirklich funktioniert. Ja, das merkt man ja auch einfach. Wie es funktioniert, ne? Ja. Genau, also wenn man Cambo praktiziert, man merkt, was da rauskommt. Ja? Also bei manchen, na, das habe ich auch schon oft erlebt, also wenn wir ein bisschen über die Sekrete sprechen wollen, ja, ihr könnt aber auch weiterklicken, diese Szene, aber es ist einfach spannend, ja, also da kommen auch unterschiedliche Farben raus, ja, also ne, manche müssen auch ganz viel pinkeln danach oder man kann natürlich auch durch den Darm eine starke Reinigung haben, ne, und wie sind dann so deine Erfahrungen damit, also was ist passiert da bei den Leuten auf Entgiftungsebene? Ja, meine Erfahrung ist erstmal, dass jeder Körper so seinen eigenen Weg hat. Das heißt, bei manchen Menschen kommt es immer oben raus, bei manchen immer oben und unten. Es gibt Leute, da, die bringen schon 2 Handtücher mit, weil sie halt einfach tropfen wie in der Sauna, weil es einfach diesen Weg gibt. Schwitzen, genau. Was ja ein ganz typisches Zeichen für Lymphproblematik ist, ne? Ja, ja. Also ich hatte mal eine Krebspatientin, die hat mit der Lymphe, die habe ich auch bearbeitet mit Lymphtropfen und die hat nachts geschwitzt, ne? Also sie hat das Gefühl gehabt, dass ihre Lymphflüssigkeit wirklich rausgekommen ist und sich erneuert hat, ne? Ja. Genau, in der TCM wäre das dann ein schwaches Lungenski, das heißt die Energie kann nicht mehr gehalten werden und genau, die Flüssigkeiten verlassen den Körper auf dem Weg. Und das wissen ja ganz viele auch nicht mit dem Lymphsystem, was das überhaupt für eine wichtige Bedeutung hat und dass es da leider in der Medizin wenig Sachen gibt, wenig gute Sachen einfach. Ne, und die Problematik der verklebten, verstopften Lymphen, das spüre ich immer wieder bei meinem Patienten, wenn ich sie abtaste. Ja, also die hat ja fast jeder geschwollene Lymphknoten. Ja. Das sieht man ja auch an den Immunsystemen, die einfach gerade massiv den Bach runtergehen, um es mal so zu sagen. Ja. Genau, ansonsten, wo du eben das noch angesprochen hast, die Farben, ne? Es gibt immer unterschiedliche Farben. Oft ist das dann verschiedene Vergiftungserscheinungen oder Medikamente, da kann es schon dann teilweise wirklich dunkel werden, also ins Bläuliche, ins Schwarze, Orange, Grün, Gelb, also da gibt es schwarz-weiße Flocken, also alles, was man sich vorstellen kann, habe ich, glaube ich, schon gesehen. Wie die Hildegard Bingen ja immer schon gesagt hat, die schwarze Galle. Ne? Also man kotzt die schwarze Galle, weil die Säfte-Leere quasi nicht im Gleichgewicht ist, ne? Die Temper. Also ich finde das ja auch so ganz spannend mit der europäischen Kultur, ne? Die Temperamentenleere. Und da setzt Cambo ja genau ein, mit der Säfte, mit dem Ausgleich der Säfte. Ne, so wie ein Aderlass praktisch früher gemacht wurde. Ne, und ganz viele sagen ja, das ist wie so eine natürliche Impfung.
Ne? Manche haben sich einfach die Campo-Sekrete darauf brennen lassen und manche andere haben sich die Spritze geben lassen. So. Ne? Und im Dschungel ist das ja der Klassiker. Ja. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, dass ich arbeite ja schon seit ungefähr 10 Jahren mit Campo und wenn man Menschen beobachtet, die das wirklich regelmäßig machen, dann kann man wirklich zusehen, wie die fast gar nicht mehr krank werden. Also man kann, es ist wirklich ein immenser Unterschied. Ich war früher auch so 4-5 Mal im Jahr krank, eine Woche, zwei und es ist so gut wie gar nicht mehr. Also ich merke mein Immunsystem, ich merke, wenn ich krank werde, ich lege mich hin, ich ruhe mich irgendwie 2-3 Stunden aus, merke, wie der Körper die Energie hat, damit zu kämpfen und wirklich das rauszuschmeißen aus dem System. Und das ist deswegen ein Bedürfnis, warum ich unbedingt Campo machen möchte morgen, weil ich bin nämlich krank, seitdem ich wieder in Deutschland bin von Südamerika. Ich war ja 5 Monate da. Seitdem ich hier bin, ne, bin ich seit 4 Wochen schon wieder krank. Durch die Klimaanlage und so weiter. Deswegen, mein Körper schreit nach Campo, weil ich weiß, dass es mir danach auch wieder richtig, richtig gut gehen wird. Sag mal, genau, aber die Frage, die dann auch immer kommt mit Campo, also was kann mir passieren, ja, also um das ein bisschen aus dem Weg zu räumen, ja, aber wie integriere ich das überhaupt? Ist es jetzt, wenn ich einmal eine Campo-Zeremonie mache und danach ist es gut, wenn ich zum Beispiel einmal im Dschungel fahre und denke, ich mache da jetzt ein Wochenende Campo, bin ich jetzt danach geheilt? Naja, du weißt ja auch als Heilpraktikerin, wir dürfen keine Heilversprechen machen. Und es ist letztendlich bei jedem Menschen komplett unterschiedlich. Das heißt, die Menge an Sessions, an Zeremonien, die derjenige macht, ist bei jedem unterschiedlich, was da sinnvoll ist quasi. Manche Leute sind nach einer Dreier-Sitzung, also nach so einem klassischen Dreierzyklus, 3 Sitzungen hintereinander, erstmal für 1-2 Jahre komplett durch und merken, okay, wow, das hat wirklich extrem krass was verändert. Ich fühle mich anders, ich habe eine andere Energie. Campo schmeißt ja auch die Indigenen nennen das Panema, schmeißt halt diese negative Energie von einem ab. Genau. Und sag mal, muss ich jetzt in den Dschungel fahren, um das zu machen? Also, oder kann man das auch hier einfach von jemandem machen, der das vielleicht gelernt hat, wie bei einer Ausbildung bei dir zum Beispiel? Ja, ja, also ich habe ja die Erfahrung auch gemacht mit den indigenen Völkern. Ja, ich habe natürlich eine Initiierung bekommen von den Honey Queen. Ich habe das auch bei denen machen lassen. Ich kenne beide Welten, ja. Und ich habe immer die Erfahrung, hier in Deutschland ist einfach viel mehr Hygiene und viel mehr Aufklärung darüber, auch wie man nach der Zeremonie arbeitet, ja, also vor der Zeremonie, dass man Detox integriert und danach auch, dass man das auch integriert. Was sagst du dazu? Ja, also gerade wenn man Campo noch nicht gemacht hat, dann empfehle ich ganz, ganz stark, das wirklich erstmal zum Beispiel beim Campo Tribe zu machen, aber irgendjemanden, der auf den westlichen Körper und Geist Rücksicht nimmt. Das heißt, du trinkst keine 2 Liter Wasser und kriegst so viele Punkte auf den Arm, dass du vielleicht direkt ohnmächtig wirst oder das Gefühl hast, du wirst das Ganze nicht überleben. Ne? Das haben wir so ein bisschen angepasst, sodass es wirklich sehr viel sanfter ist, gerade mit dem Einstieg. So, und es hat beides Vorteile. Also auch die indigene Medizin, so wie sie das machen mit den vielen Punkten, man ist wie so ein Geburtskanal. Du kommst einfach an den Punkt, wo du merkst, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufgeben, und einfach loslassen. Das Problem, was ich dabei sehe und warum ich das so ein bisschen verändert habe, ist, dass der Geist nicht mitgenommen wird. Der Verstand kann das nicht mehr greifen. Es ist einfach wie so eine Tsunami-Welle, die einfach alles mitreißt. Danach fühlt man sich zwar geklärt und befreit und gereinigt, man hat aber keine Integration, man versteht nicht, was passiert ist. Und so wie wir es machen, gibt es einfach die Möglichkeit, den Raum zu haben, sich das Thema wirklich anzuschauen, die Energie vom Campo zu nehmen, in die Session und dann wirklich bewusst dran zu arbeiten, das Ganze zu ändern und dann noch wirklich zu integrieren und danach auch noch auf Ernährung zu achten und auf verschiedene Faktoren, wie man danach halt weiter damit umgeht. Das ist halt auch wesentlich sanfter, ne, weil man muss halt auch ganz klar sagen, ja, die im Dschungel, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, ja, also die sitzen einfach teilweise und freuen sich, wenn man ein bisschen Action reinkommt im Dschungel. Und bei uns Großstädtlern gerade ist es einfach so, dass wir total gestresst und überfordert meistens sind. Und wenn wir da so eine Ladung Campo gleich, ja, dann bekommt man natürlich Angst und dann ist das ein komisches Gefühl, ja, was man nicht einordnen kann. Deswegen finde ich diese sanfte Methode sehr schön, die du auch machst. Und sag mal, aber dein großes Highlight ist, dass du ja wirklich auch, so wie ich auch Coaches ausbilde, du selber auch ausbildest. Das ist ja auch ganz toll. Das läuft auch richtig gut. Erzähl doch mal was zu dieser Ausbildung. Ja. Also nach dem Prinzip, werde dein eigener Heiler, ja. Genau. Also die Ausbildung gibt es jetzt seit 2 Jahren und über 60 Leute habe ich jetzt mittlerweile ausgebildet. Toll. Und die ist so aus dem,
ja daraus auch entstanden, dass einfach die Nachfrage so groß war, dass die Leute immer wieder kamen und gesagt haben, hey, Michael, kann ich das auch lernen, kann ich das auch lernen? Und letztendlich so genervt haben, dass dann, ne, dass, dass dann keine Wahl mehr blieb irgendwann, als es einfach zu machen. Mhm. Ja, man hat die Möglichkeit, halt, wenn man so eine Ausbildung macht, wirklich Cambo sehr, sehr intensiv kennenzulernen und wirklich sehr, sehr tief auch in die eigenen Prozesse zu gehen. Man hat auch die Möglichkeit, wirklich mit Cambo danach an sich selbst zu arbeiten. Mhm. Ne? Klar. Das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, so ein Tool zu haben, wo man wirklich sich regelmäßig reinigen kann. Und ansonsten ist es natürlich auch toll, weil man ein Tool hat, mit dem man in relativ kurzer Zeit, die Ausbildung geht 2 Monate, mhm. danach wirklich arbeiten kann mit den Menschen und wirklich unfassbare Heilerfolge erzielen kann. Und wirklich, sag mal, 1 von 10, 2 von 10 sind halt bei Cambo, die drehen einfach durch. Ja. Also die, ja. da verändert sich so viel, ja. die bringen dann ihren ganzen Freundes-, Familienkreis ja. und alle Bekannten mit. Und das geht relativ schnell, dass, ne, dass man davon auch entspannt und gut leben kann. Und mhm. es ist eine unfassbar erfüllende und berührende mhm, Arbeit. Total. Man kommt halt wirklich tief in Kontakt mit Gefühlen und Themen und hält dafür den Raum und begleitet diese Prozesse. Und das ist unfassbar schön und tief und erfüllend, da so mit dabei zu sein. Ja, ja und vor allem auch diese 1-zu-1-Betreuung. Ja. Ne? Das ist natürlich ja. wirklich so ein Luxus auch, ja. weil das ist ja doch schon sehr privat und sehr persönlich. Ja? Das ja. will man nicht, also das will man nicht unbedingt in der Gruppe machen. Sag mal, und was aber noch immer so eine Frage ist, ist Cambo legal und ja. ne, ist das psychedelisch, ist das wie Ayahuasca ja. oder ja. ne, was, genau, das ja, sind genau, auch nur so die klassischen ja. Fragen. Ja. Genau, also Cambo ist nicht psychoaktiv. Mhm. Cambo ist auch legal in Deutschland, das heißt, man darf das Cambo-Sekret besitzen, man darf es auch vertreiben und die Zeremonien sind auch letztendlich in so einer Art Grauzone, also nicht verboten und aber auch nicht komplett, ja, sage ich, das Gesundheitsamt seinen Stempel drauf hat und sagt, hier macht mal alle. Genau so ist es gerade. Was ist, weil es aber, es kommt ja aus einer Kultur quasi, mhm. ja, wo ja. es seit Jahrtausenden praktiziert mhm. wird. Ja. Und deswegen ist es halt auch, und da ja auch immer noch genutzt wird, mhm. ne, rituell viel für ja. die Heilung. Ja, sag mal, wie muss man sich denn jetzt auf Cambo eigentlich so vorbereiten? Also wenn man jetzt, wir waren eben bei der Ausbildung, also das möchte ich auch wirklich nochmal jedem ans Herz legen, ne, wirklich sich damit auch zu auseinanderzusetzen, das Set und Setting, was so wichtig ist, weil mhm. es gibt auch einfach ein paar, wirklich einen Haufen Vollidioten da draußen, wenn ich das sage, sorry, mhm. die das einfach ohne Vorbereitung machen, einfach mal ausprobieren mhm. und dann ist es auch einfach gefährlich und dann bekommt es auch so einen schlechten, negativen Ruf, mhm. was ja. einfach so schade ist, weil es so eine wertvolle Medizin ist mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine Ausbildung machen und das Set und Setting bestimmen. Ja, also was sagst du denn deinen Schülern, was sollen sie ihren mhm. Usern sagen, ja, wie sie sich vorbereiten sollen? Ja, ja, das ist sehr gute Frage. Also im Dschungel ist es so, dass es oft keine Vorbereitung gibt, dass man da abends teilweise vorher noch einen Spanferkel isst und so. Coca-Cola trinkt. Genau, aber die Menschen leben da natürlich auch ganz anders. Sie haben nicht so viele psychische Probleme, die haben ja. nicht diese ganzen Umweltgifte, die auf sie einwirken. Teilweise sind wir halt so vollgemüllt. Ja. Und wenn es dann keine ordentliche Vor- und Nachbereitung gibt, dann, was dann passiert ist, dass der ganze Müll gleichzeitig hochgeschwemmt wird, zu einer Rückvergiftung kommen kann. Und dann das Nervensystem halt eher gestresst wird davon, mhm. als dass eine tiefe Reinigung oder mhm. es ist halt so wie, du schüttest irgendwie in Gulli Wasser rein und mhm. es kommt halt der ganze Scheiß hoch und du hast aber nur einen kleinen Eimer und kriegst ja, nur ein Drittel ja. weg und der ja, Rest ja. ist auf einmal arbeitet in dir. Hört sich nicht so lecker an. Nee. Ist es auch nicht. Genau, deswegen halte ich das für sehr wichtig, eher so ein bisschen zu übertreiben mit der Vorbereitung. Das heißt, die Leute von mir, und das bringe ich auch meinen Practitionern so mhm. bei, mhm. dass die Leute sich 2 Wochen wirklich hardcore vegan, ohne Zucker, ohne Genussgifte mhm. Ernähren, gerade wenn sie so ein ganz normales, in Anführungsstrichen, so einen Standard westlichen Lebensstil führen, dann macht das total Sinn. Weil dann ist der Körper quasi vorgereinigt und hat mehr Raum und Space, dass Cambo wirklich tief arbeiten kann, auch tief auf der emotionalen Ebene, weil Cambo macht ja nicht nur das, was wir eben hatten mit mhm. den Peptiden und das Körperliche, sondern mhm. Cambo geht halt auch wirklich tief, was, das, was wir eben hatten, das Energetische, in das emotionale System rein. Und je weniger man voll ist mit Giften und mit negativen Emotionen und so weiter, desto tiefer kann der Frosch in einem reingehen und auch Sachen rausholen. Nun ist es aber so, das weiß ich ja selber von mir und von anderen meiner Leute, ja,
viele haben ja gar nicht die Zeit, vorher immer so diese Diät zu machen. Und deswegen schieben das manche auch dann gerne so ein bisschen nach hinten, aber ich habe jetzt gerade nicht die Zeit dafür. Was sagst du denn dazu? Also wenn man, muss man das ja, ist schön, wenn man das so streng, das sagt man bei Ayahuasca ja auch, die richtige Vorbereitung. So, aber wenn das jetzt jemand nicht so schafft, weil er nicht so Zeit hat vielleicht auch oder nicht so die Möglichkeiten, ist das jetzt trotzdem gefährlich oder kann man das jetzt trotzdem dann auch machen? Ja, es ist kein Ausschlusskriterium, so absolut nicht. Aber wenn derjenige schon das Geld investiert und sich wirklich dem Thema ernsthaft widmen will, dann macht es halt auch Sinn. Ich meine, so ist es ja im Dschungel auch, ne? Mit der Medizin, wenn man die trinkt, Ayahuasca und so weiter, überhaupt mit Schamanenmedizin arbeitet, dann ist es natürlich auch je besser die Diäter zuvor, ne? Desto tiefer kommst du. Genau. Und dennoch weiß ich aber trotzdem, dass die Medizin auch gut greifen kann, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Wochen Zeit hatte vorher, ne? Sich vorzubereiten. Also ich habe mich jetzt auch nicht so knallhart vorbereitet auf die Kapo-Zeremonie, weiß aber auch, dass ich ein bisschen bestraft werde vom Frosch dafür. Gut, aber du hast auch immer wieder Tiefe, also zwischendrin. Ja, ich entgifte ja ständig. Also, genau. Deswegen, das ist ja auch so wichtig, warum wir beide auch so gut miteinander arbeiten. Mhm. Ja, weil die Supplements, Nahrungsergänzungsmittel finde ich einfach zur Vorbereitung, ne, die Darmreinigung und so weiter, die finde ich einfach auch so wichtig, dass man da wirklich auch den ganzen Scheiß schon mal rausholt vorher, damit die Medizin da natürlich auch gut greifen kann. Ne? Weil da sitzt ja auch ganz viel lymphatisches Gewebe im Darm und da setzt sich ja auch häufig der Dreck an. Ne? Ja, Michi, was würdest du uns noch mit auf den Weg geben? Was wir so beachten sollen oder was? Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, wenn man Kambu noch nicht kennt, gib dem auf jeden Fall eine Chance und probier es wirklich mal aus. Also bei mir war es auch so, ich hatte zunächst erstmal eine ganz starke Abneigung gegen Kambu. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur, was für Vollidioten kotzen da rum, kriegen Narben, zahlen noch Geld dafür. Und ich dachte nur, was soll das? Ne? Und meine damalige Lehrerin hat mir dann 3 Sessions geschenkt gehabt und hat gesagt, hier Michael, ne, du beherbergst mich immer und ich kann hier bei dir Sessions geben. Und dann habe ich gedacht, okay, probier es mal aus und es hat wirklich, diese 3 Sitzungen haben wirklich tiefgreifend was verändert. Und auch wirklich was verändert, wo ich vorher niemals die Erfahrung hatte, dass sowas in so kurzer Zeit irgendwie so tief geht. Mhm. Ja, von daher, wenn du den inneren Ruf hast und dich irgendwie angesprochen fühlst, probier es aus. Bei Kambo ist es aber schon sinnvoll, das wirklich auch nur zu machen, wenn man innen drin eine Resonanz spürt, wie bei Ayahuasca zum Beispiel auch. Ich würde es niemandem empfehlen, einfach, dass es alle machen, sondern wirklich nur, wenn du innen drin merkst, okay, irgendwas ruft mich da, das, ja, ich glaube, ich muss das machen, dann mach es auch. So, wenn nicht, dann lass es auch. Und viele spüren ja auch wirklich den Ruf, im Moment gerade Heiler zu werden oder überhaupt was im gesundheitlichen Wesen, was Sinnvolles wirklich auch zu tun für diese Welt. Es braucht gerade nichts Sinnvolleres als Heilung für diese Welt. Wie kann man jetzt, wenn man jetzt wirklich Interesse hat, wie kann man dich denn finden jetzt mit der Ausbildung? Was genau? Ja, wir sind gerade mit dem Kambu Tribe auf Instagram vertreten und bald gibt es auch eine Homepage wieder und da findet man dann alle Informationen und kann sich gerne bei mir dann persönlich melden und auch bewerben für die Ausbildung. Wir schauen dann immer genau, ob das gerade Sinn macht für die Person, für eine Lebenssituation, ob sie geeignet ist. Mhm. Genau, und dann können wir persönlich sprechen und schauen, ob das eine Möglichkeit ist. Das macht halt auch wirklich Sinn, weil ich meine, wir sind alle so voller Genussgifte und toxische Beziehungen und was nicht und diese ganzen Elektrosmogfelder und eigentlich Kambu hat halt wirklich aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung die Möglichkeit, halt diese ganzen Ursachen für die westlichen Krankheiten wirklich rauszuschmeißen. Mhm. Also, ne, ich glaube, die ganzen westlichen Zivilisationskrankheiten, wenn man regelmäßig Kambu machen würde, gesunden Lebensstil führt, würde man nichts kriegen. So. Deswegen, die Nachfrage steigt unfassbar. Also, die Leute kriegen ja mit, was ganz es bewirkt. Krass. Wir kommen halt kaum noch hinterher. So. Und wenn es einen ruft, probiert es aus. Ist eine unfassbar tolle Möglichkeit gerade. Auch ich habe einige Schülerinnen, die jetzt einfach reisen, ne, die nach kurzer Zeit die Möglichkeit hatten, jetzt mit dem Wohnmobil zum Beispiel, eine mit ihrer Tochter konnte jetzt entspannt da in Spanien leben, konnte sogar Pferde behandeln, hat ein Pferd das Leben gerettet, direkt am Anfang der Reise. Das war ganz, ganz toll und abgefahren so mit Kambo und sehr viel möglich gerade. Toll, kann man das an Tieren auch machen?
Ja, das war eine wahnsinnige Geschichte. Sie hat mich angerufen, ich war gerade in der Bahn und sie meinte, Michael, wir haben hier ein Pferd und innerhalb von den nächsten 24 Stunden wird es sterben. Zwei andere Pferde sind schon gestorben und die Besitzer wollen jetzt, dass ich Kambo probiere. So, dann habe ich auch mich nochmal kurz eingelesen, nochmal geguckt und dann haben wir entschieden, okay. Also sie haben gesagt, es gibt sonst keine Möglichkeiten, das Pferd wird auf jeden Fall sterben. Die einzigste Möglichkeit, die sie hatten, die waren die ganze Nacht schon mit dem Pferd am Rumlaufen, damit es in Bewegung bleibt, weil der Darm sich quasi verschlungen hatte. Dann hat der Besitzer, ich glaube, 20 Kammerpunkte waren es insgesamt, erstmal 5 Stück in den Po gesteckt. Haben uns dafür entschieden dann und dann ja, konnten wir das Pferd retten, also am nächsten Tag. Wahnsinn. Ja, also das Problem ist dann quasi, dass der Darm sich beim Pferd ist, so dass der Darm lose darum, der ist nicht aufgehangen wie bei uns. Okay, müssen wir vielleicht nicht so ins Detail gehen. Ja, gut. Auf jeden Fall hat er sich verschlungen und es ging nichts mehr raus. Und dann Ja, versterben die halt schnell. Und krass. Cabo hat es halt wirklich hingekriegt, dass ich das ganze Ding drehe. Wahnsinn, Ja. Wahnsinn. Ja, das ist auch ein bisschen wie so eine Neuorientierung. Ne? Man drückt so einen Reset-Button. Ja, und voll. danach sehen wir uns ja alle eigentlich, ne? Nach diesem Reset-Button von dieser ganzen giftigen Welt. Einfach mal kurz innehalten. Also ich freue mich so sehr auf morgen, auf die Kambo-Zeremonie. Ich weiß, es wird mein Reset-Button sein und wir brauchen es alle, dass wir uns regelmäßig reinigen, auch von diesem ganzen Shit, der uns so umgibt in dieser Welt. Also Michi, danke für deine Ja, ich Arbeit. danke dir. Ja, wir werden einen wunderbaren Online-Kurs kreieren, den man auf der Seite kurjo.com finden kann. Ja, wenn jemand Fragen hat, dann kann er dich anschreiben auf Cambotribe, auf Instagram Cambo-Tribe, ne? Genau. Wir können die Kanäle hier unter dem Video auch nochmal verlinken. Und ja, ich würde sagen, let's go, Yes. let's create magic on this earth und ja, lass uns Pachamama auf jeden Fall unterstützen, in die Heilung zu kommen. Und es beginnt mit dir, es beginnt mit uns allen. Ja. Danke, Karl. Herzlichen Dank.